zum Weinen, ne? Oh. Also bei mir geht's noch, aber bei euch sieht es sehr schlimm aus. Ja, gleich haben wir es. Ja. Sehr lecker. Ach, ihr seid schon. Ja. Ihr seid ja schon da. Geht ihr schon los hier? Ja. Guck mal, ich habe schon alles geschnitten, so schnell geht das. Mm. Moin. Schön. Frischer Forschungsstrom. Hallo. Würzig. Guten Abend. Forschungsstrom bringt euch zum Weinen leider heute. Oh, stimmt. Oh. Okay, das ist kein guter Start. Aber darf man euch mit dem Zwiebel, Schicht für Schicht. Ich möchte wenn das nicht metaphorisch direkt ist. Am Anfang erwähnen, wie es sich für jedes getrocknete Kräuterding in der Küche gehört, ist dies natürlich auch abgelaufen. Toll. Hi, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Was haben wir denn mit Zwiebeln heute? Wir haben heute, wie war das noch? Zwiebelhirne haben wir heute. Zwiebelhirne. Genau. Ansonsten, wie geht's? Hallo. Schön, dass ihr im Chat dabei seid. Hallo M. Seltmann, hallo Mr. Prosser, hallo Bernluca, hallo Mr. Ketscher, hallo Rita. Hallo Claudia und hallo Henning. Stimmt, ja. Hallo Henning, hallo Lambert. Wie geht's euch? War das gerade ein solcher Gruß oder was war das eigentlich? Ja. Oh. Was, das könnt ihr? Oh, ja, yes. Unfassbar. So, und jetzt im Wechsel. Nein. Hast du mit Rita einen geheimen Code, Claudia, oder? Was, nee. Achso. Ich weiß nicht, wer Rita ist, aber. Achso, ich dachte, das wäre jetzt der spezielle Rita. Nein, meine Hand geht immer so hoch. Oh mein Gott, so. Ich bin der Natural Born Spock. Ich frage mich gerade, müssen wir heute wieder die Mini-Vorstellungsrunde machen? Vielleicht, oder? Es gehört zum Ritual inzwischen. Es gehört vielleicht zum Ritual. Ist irgendjemand da, der uns noch nicht kennt? Ja, hallo? Gut, das ist die Frage, ne? Ja. Rita vielleicht. Genau, vielleicht kennt Rita uns nicht. Da müssen wir uns vorstellen. Aber diesmal fange nicht ich an. So, ich mache sonst immer ich. Dann fange ich Lambert an. Ach nee, Henning, gut. Ja, ich muss auch hier, heute habe ich einen ganz anderen Bildhintergrund, weil ich heute in einem anderen Zimmer gelandet bin. Aber eigentlich, wenn ich nicht in Kinderzimmern streame, dann bin ich Wissenschaftskommunikator, lebe in Berlin. Ich fahre gerne Fahrrad und kümmere mich auf der Arbeit halt auch um digitale, interaktive Wissenschaftskommunikation. Aber hier auf Twitch mit Lambert und mit Claudia, da mache ich die mal so richtig aktiv. Ne? Und, ja. Genau, ich habe euch heute wieder ein Thema mitgebracht. Und jeder von uns bringt ja immer ein Thema mit. Und dann gebe ich doch mal den Ball weiter zu Lambert. Ja, moin. Ich bin Lambert, ich streame aus Hannover, der Provinzhauptstadt des von Deutschlands Zwiebelland. Nein, stimmt das? Naja, irgendwas ist immer mit Agrar und Niedersachsen, keine Ahnung. Ja, und ich arbeite in der Bibliothek, mache Open Science, mache aus Spaß mit Claudia und Henning Forschungsstrom. Soweit zu mir. Claudia. Ja, hi, ich bin Claudia. Ich mache in meinem realen Leben sowas wie eine Professur, so ein ganz kleiner Nebenjob, den ich habe, in Köln an der Technischen Hochschule, beschäftige mich da mit Wissenschaftskommunikation und mit Bibliotheken und mit Open Science und habe in meiner Küche keine frischen Zwiebeln, sondern nur getrocknete. Dafür könnte ich mit frischem Knoblauch aufwarten, aber das war heute nicht das Thema. Leider, ich mag Knoblauch lieber als Zwiebel, das ist das Problem. So, wichtige Vorstellung. Genau, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute viele Themen mitgebracht, aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vorher zu erzählen. Es war viel los in der Welt. Erstmal muss ich zugeben, dass Mr. Ketscher natürlich recht hat. Also ich bin hier wirklich im Westflügel. Also wenn ich eben kurz im Kopf die Lage meiner Wohnung richtig gecheckt habe, dann bin ich wirklich, das Wohnzimmer, in dem ich sonst bin, ist eher im Ostflügel und jetzt bin ich in der Tat im Westflügel, ja. Okay, Rita kennt hier, alle Rita. Videos von Rita uns. Rita ist Fangirl. Du hast auf YouTube kommentiert. Oh, Mensch, toll. That's what I saw. Wow. Okay, dann hoffen wir, dass der Sprung nicht zu groß ist. Aber ich glaube, wir haben uns stilistisch nicht verändert. Die große Ehrennadel. Ja, ob es vielleicht irgendwann eines Tages so Aussprüche gibt über Forschungsströmen wie die erste Staffel war gut. Danach. Ja. Aber es gibt ja keine Staffeln, über die man. Nach dem Bällebad ging es nur noch bergab. Ja. Ja, und dann war Henning im Kinderzimmer. Ich sag's euch, der Tiefpunkt. Schlimm. Ja.
Die haben versucht, so wie früher zu sein und es ist ihnen nicht gelungen oder irgendwie sowas. Und dann haben sie Zwiebeln geschnitten im Stream. Ja. Genau. Harmlose, unschuldige Zwiebeln. Ja, und alle haben geweint. Das war sehr traurig. Ja, ihr müsst mal ein bisschen erzählen von eurer Wissenschaftskommunikation. Was läuft? Was geht da so? Und was steht an? Ich habe was Tolles. Das muss ich euch zeigen. Nein, ich kann es euch erzählen. Also pass auf. Mich hat Ende letzter Woche ganz panisch jemand von der Uni Köln angeschrieben. Mir ist jemand abgesprungen für ein Event, ein Viscom-Event, bei dem sich tatsächlich auch um Viscom dreht. So ein Viscom-Event über Viscom. Und die haben gefragt, ob ich nicht noch schnell einspringen könnte, weil jemand abgesagt hat, krankheitsbedingt. Also habe ich gesagt, nee, nicht so wirklich gerne. Aber dann haben sie mir erzählt, dass ich in einem Kino den Vortrag halten soll. Also ich darf morgen auf einer großen Kinoleinwand einen Vortrag halten über Wissenschaftskommunikation. Ich bin total begeistert und habe natürlich auch einen Clip von Forschungsstrom drin. Das habe ich euch zwei noch nicht gesagt. Genau, pass auf. Ich habe einen ganz, ganz tollen Clip drin. Den wollte ich euch jetzt gerne zeigen. Einen Moment. Ich habe das nämlich nicht vorbereitet. Wie immer, ich habe das nicht vorbereitet. Warte, Viscom Köln. Hier wird übrigens im Chat gefragt, wo und wann genau. Das müsstest du nochmal. Oh, ja, klar, das kann ich. Das ist tatsächlich, glaube ich, soweit ich weiß, auch ein offener Vortrag. Dann mache ich mal gerade so. Das wäre der Link. Da könnt ihr gucken. Ich glaube nicht, dass es live gibt. Also so streammäßig. Nee, nicht, dass ich es wüsste, aber ja, okay. So, warte, jetzt habe ich dir den Vortrag. Ich auf die vorletzte Slide gehen. Es geht darum, ob man Wissenschaftskommunikation machen sollte oder nicht. Und meine Antwort nein, auf die Frage. Auf gar keinen Fall. Ja, meine Antwort auf die Frage ist ja, aber nein, aber ja. Klassiker. Weißt du noch, Lambert, habe ich das nicht neulich auf einen der Tweets geantwortet? Genau deshalb kam der Titel zustande. So, und jetzt Also mal wieder so richtig frisch aus der Twitter-Bubble gewortspielt, oder? Aber okay, aber ich finde es trotzdem lustig. Also, ist gut. So, jetzt muss ich das, wenn ich jetzt das Audio mitteile, hört ihr euch dann selber? Das wäre strange, aber versucht doch mal. Probier es mal. Ich probiere es mal aus. So, ich teile jetzt mal den Bildschirm Nummer 2. Soll ich den reinholen, oder bist du schon... Ja, ich glaube, ihr werdet euch selber hören. Es hat mich nämlich gerade gewarnt, dass das passieren wird. Also seid mal still. So, pass auf. Also ich erzähle jetzt, das ist die letzte Slide, auf der ich sage, warum man es doch machen sollte. Also das Ja am Ende. Ich verrate nicht, wofür die Icons stehen. Aber der letzte Punkt ist dann diese Folie. Und da könnt ihr sehen, das ist ja aus einem unserer Forschungsstrom. Streams, etwas unnötiger Kommentar, aber es ist fasziniert mich, dass die Einhörner von Lambert und Claudia im Hintergrund sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie viel Spaß man bei Viscom haben kann. Deswegen Sekunde. Und es stimmt. Was? Guck mal, unsere Einhörner. Es ist eine Fernbeziehung. Einhorn-Kitsch beim Forschungsstrom. So war das nicht bestellt. Wir wollen eine nüchterne, kalte, rational-sachliche Wissenschaftssendung sein. So, Lambert? Ja, okay. Es tut mir nicht leid. Ja. Es ist wie bestellt, ja. Ja. Genau, aber es passt halt so schön, wie man muss keine nüchterne, sachliche Wissenschaftskommunikation machen, sondern man kann auch Spaß an der Sache haben. Melanie hat genau diese Folge gestern geguckt. Sehr gut. Ja, die Einhorn-Folge. Das aber ist jetzt du sagst, du bist einerseits im Kino und andererseits auf der Leinwand. Also, oder werden deine Folien auf die Leinwand gepresst oder dein Gesicht auf die Leinwand in so groß? Also, soweit ich das verstanden habe, wird meine Präsentation auf die Leinwand projiziert und ich stehe vorne drin. Ah, okay. Also, wisst ihr, die Leute sitzen im Kino. Ja. Ich stehe unten und die Folien sind in riesengroß. Und dann musste ich unten. Wir sind auf einer Kinoleinwand, Leute. Wie hätte ich denn nicht ein Video von uns reinbringen können? Na klar. Du müsstest eigentlich noch irgendeine Star Trek-Anspielung bringen oder so, oder? Eine Star Trek-Anspielung? Ich hatte einen Tweet drin, um zu zeigen, weil das bei mir Privates und Dienstliches vermischt. Und da hatte ich einen Tweet drin, in dem ich doch mich gefragt habe, warum man auf der Sternenflottenakademie bitte noch Latein lernt.
und das Internet hatte darauf eine, also hat sich dasselbe gefragt und hat Antworten gefunden. Und dann dachte ich, das wäre ein cooler Tweet zu zeigen, was ich so Privates teile, aber es irgendwie nicht so, habe ich dann rausgenommen, habe lieber was über Gurken genommen. Natürlich. Ja. Gurken bis kommen, ganz klar. Ja, genau. Mach mal. Genau. Ja. So, und dann ja, schade, nächste Nummer. Ihr beide, die da, ja. Ich zeige richtig, die da sind demnächst zu Besuch bei uns in Hannover. Jetzt müsst ihr nochmal sagen, was das ist. Auch wieder Viscom. Oh, genau. Genau, ich das glaub... ist, wird wahrscheinlich auch nicht live gestreamt. Das ist das sogenannte Forum Wissenschaftskommunikation. Das ist aber erst Anfang Oktober. Das ist als Präsenzveranstaltung geplant. Und es ist so ein bisschen sowas wie das Klassentreffen oder das Jahrestreffen von Viscom-Aktiven. Und da darf ich ein Panel moderieren, wo es um die Social-Media-Kommunikation von Forschenden geht und die alte, gern gestellte Frage, ob das denn persönlich oder privat oder beruflich oder offiziell oder beides oder alles oder gar nichts davon ist. Manche Leute haben ja in ihrem Profil drin, stehen hier privat. Dann gibt es wiederum andere Leute, die da sich darüber aufregen, dass wiederum andere Leute da hier privat drin stehen haben. und ich fand das aber insbesondere in dieser Corona-Phase sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann halt Forschende da interagiert haben. Und da haben wir andererseits Melanie Brinkmann, die Virologin aus Braunschweig auf dem Podium. Eine gewisse Professorin für Wissenschaftskommunikation und Open Science von der TH Köln, die als Expertin das Ganze mal bitte einordnen soll. Und dann noch Andrea Wille von WDR Quarks, eine Journalistin, die dann die journalistische Sicht ein bisschen mit reinbringt. Und da sprechen wir halt darüber, wie persönlich oder privat denn Kommunikation sein darf. Claudia, ich hoffe, du hast schon dir ein paar schlaue Dinge überlegt. Ja, ich bereite mich immer ausgiebig vor, das wisst ihr doch. Natürlich. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich hab da sehr viel Gedanken zu dem Thema. Könnte ich stundenlang reden. Genau, jedenfalls, wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr euch wahrscheinlich ein Ticket fürs Forum Wissenschaftskommunikation klicken. Sehr empfehlenswert. 3 Tage. Aber leider sehr teuer. Hochdruckbeschallung, also für eine 3-Tage-Veranstaltung finde ich das unglaublich billig. Ich kann ja nur 2 Tage dabei sein. Ich habe mich ja einen Tag davon, habe ich mich jetzt tatsächlich eingemietet bei einem unserer Zuschauenden hier immer. Genau, bei JP habe ich mich einquartiert für den Tag an der Uni und darf da einen Besprechungsraum nutzen, weil ich noch einen Termin habe, einen Workshop an dem ersten Forumstag. Aber ich will ja abends dabei sein, wenn das Warm-up losgeht, also bin ich dann schon da. Sehr gut, wenn man solche Netzwerke knüpft hier über das Internet nach Hannover. Ja, bin auch sehr, sehr froh, dass er mich aufnimmt. Er ist leider heute nicht da, weil er selber gerade netzwerkt. Ja. Übrigens, genau, letztes Wort noch, das kann man sehr empfehlen. Und ich finde wirklich, für eine 3-Tages-Veranstaltung ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, 350 Euro oder so, ist, wenn man das auch als Teil seiner Jahresfortbildung sieht. Ich kenne sehr viele Leute, die Tagesseminare für fast 1.000 Euro machen müssen, wenn sie da wirklich vorankommen wollen. Und ich finde das als Netzwerk- und Fortbildungsveranstaltung wirklich super. Ja, und es macht auch immer Spaß. Und immer die Projektvorstellungen liebe ich. Also diese, wo so kleine Projekte vorgestellt, also es ist nicht kleine Projekte, aber Projekte in kurzen Formaten vorgestellt werden. Da lernt man immer so viel, was gerade los ist. Bist du auch da, Lambert? Die beste, ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht angemeldet, aber ich denke auch, ich würdige das jetzt mal hier, indem ich es bezeichne als die beste Gelegenheit im Jahr, diese professionelle Community der Wissenschaftskommunikation im deutschsprachigen Raum kennenzulernen. Ja. Das ist, glaube ich, unstrittig. Also wer absolut da irgendwie auch nur vage interessiert ist und wem es 2 Tage oder 3 Tage wert ist, sollte es natürlich machen. Ja, genau. Nee, super. Mhm. Ich freue mich auch schon total darauf. Ich hatte mich durch das Programm geklickt, da kann man sich ja immer schon aussuchen, welche Workshops man gerne möchte. Und da muss man immer schnell sein, weil da ist immer ganz viel ganz schnell weg. Ja, ja. Ja. Ja, da hier tauchen im Chat so Sachen auf, ob man sich es leistet und ob man es über die Arbeit abrechnet. Klar, das sind dann so Fragen, ne, die auftauchen. Das ist natürlich zu Recht. Ja. Ja, aber wenn es also als Dienstreise natürlich und als Fortbildung, dann kann man das mitnehmen. Da hat Henning recht, also im Vergleich zu anderen Fortbildungen. Okay. Ich wollte noch ein anderes Viscom-Beispiel zeigen.
Ich war ja auf einem anderen Event vor 2 Wochen und habe da einen Vortrag gehalten. Und ich glaube, ihr beide habt das nicht gesehen. Ne? Das ist auf YouTube, also den Livestream gibt es auch noch auf YouTube, also Aufzeichnung. Ich packe den hier gleich mal in den Chat. Da kann man nämlich mal sehen, warum Open Science wichtig ist. Wisst ihr nämlich, was da passiert ist? Ist der Livestream also zusammengebrochen, weil du illegalerweise Closed Paper an die Wand geworfen hast und dann Elsevier irgendwie das Internet kaputt geschossen hat? Nee, hätte sein können, aber nee. Ach so. Schade. Nee, ich habe ja nur IPCC-Bericht an die Wand geworfen, wo man auch nicht so genau weiß, ob man es darf oder nicht. Offensichtlich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es deshalb passiert, weil ich habe nämlich den Vortrag angefangen und hatte Beispiele, Screenshots aus dem IPCC-Bericht, um zu zeigen, wie sieht das Ding aus und so weiter. Und die waren total kaputt. Also die Vortragsfolien waren da, aber das war dann einfach nur ein einziges Gekrüssel und dann hingen auch die Folien, es ging nichts mehr weiter. Dann haben wir es versucht mit dem PDF, ne? Also ich hatte als PowerPoint, dann haben wir es als PDF versucht, es ging auch nichts, war auch kaputt. Und dann dachten wir schon, jetzt ist vorbei, also jetzt kann ich gar nicht den Vortrag weitermachen. Dann haben wir so lange drum gebastelt und dann meinte ich so, naja, dann nehmen wir doch einfach die Folien, ich habe sie ja veröffentlicht. Und dann habe ich sie einfach online aus dem Repositorium im PDF angezeigt im Browser und bin dadurch geklickert und das hat auch funktioniert. Open Science, sehr wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Kann ich nur empfehlen, dann rettet euch manchmal auch den Hintern. Absolut, absolut. Wie ich es mal in einem Interview bezeichnet habe, eure Forschungsdaten sind ein Liebesbrief an euer zukünftiges Selbst. Oh, ja. Weil ich meine, das ist immer das Ding, dass man selbst auch nochmal auf die Sachen, und zwar im Rohzustand, die Originaldaten sicher zugreifen kann. Ja. Ja, das stimmt. Aber du bist einfach ein Philosoph der Open Science, also wirklich. Zugleich aber auch ein großer Poet von Open Science. Ja. Sankt Lambert und seine Mission der Open Science. Danke, wer hatte dir den Titel verliehen? Es war doch JP, hatte dich, glaube ich, Sankt Lambert genannt, oder? Echt? Das ist aber ganz schön kitschig. Habe ich mich nicht dagegen gewehrt? Das sieht mir gar nicht ähnlich. Ja. Vielleicht hast du es einfach nicht mitbekommen. Ja, okay. Ja gut, das heißt, es war viel los, ne? Und es wird viel los sein. Absolut. Bei dir, Lambert? Ja, ich kann hier auch noch mal eine Sache sharen. Ganz kurz, Sekunde mal. Wie geht das nochmal mit nicht Bildschirm teilen, sondern wenn ich einen Chrome Tab, das geht doch irgendwie, ne? Geht ja, über Bildschirm teilen und dann Chrome Tab. Ja. So, genau, und zwar gibt es am 30. 31. August und Tab, Moment, sieht man es jetzt? Nicht ganz sicher. Ich kann es noch hinzufügen, wenn ich es machen soll. Ah, hier hast du ja, genau. Das ist die Website, wenn ihr Open Science Festival googelt oder mit eurer Lieblingssuchmaschine sucht, werdet ihr es finden. Das mach mal größer. Ist, ich mache das größer. Ach, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so zielführend ist, was ich hier gerade überhaupt zeige. Aber vielleicht sieht man es so ein bisschen besser. Naja, also ich guckt es euch selbst mal an. Im Grunde genommen ist das ein Festival, was wir machen. Also Open Science Festival ist das Stichwort. Ich schmeiße es jetzt einfach mal wieder raus hier. Wo wir auch verschiedene Wissenschaftskommunikationsworkshops und Angebote machen, zum Beispiel Wissenschaftskommunikation mit Wikipedia. Wir haben den André Lampe im Programm, der so eine Art World Café bietet. Wir tun verschiedene Dinge, die mit dem Thema auch zu tun haben. Zu dem Schnäppchenpreis von unter 100 Euro für 2 Tage. Ich kann euch garantieren, es ist nötig, dass es so viel kostet. Wir hätten es gerne noch billiger gemacht wegen Catering. Das ist immer bei öffentlichen Veranstaltern so. Und da steckt auch ein bisschen persönliches Herzblut von mir drin, weil es eben so ein neues Eventformat zum Thema Open Science ist, was wir mal in Hannover ausprobieren. Also lasst es uns so zusammenfassen. Es gibt in diesem Spätsommerherbst jede Menge Gründe, in Hannover vorbeizukommen und da mit uns rumzunörden. Ja. Aber ihr macht das ausgerechnet in meinem Urlaub. Das ist natürlich unverschämt, da hätten wir dich vorher mal fragen sollen, ja. Aber darfst du oder kannst du schon verraten, was sozusagen die Festivität am Festival ist irgendwie? Also man überlegt sich ja, ob man sowas eine Konferenz nennt oder eine Fachtagung.
oder ein Symposium oder halt ein Festival. Ne? Ja, ich hatte, es gibt einen Podcast von der ZBW Kiel, wo die mich das auch gefragt haben. Und die fragen dann so, Festival heißt es gibt Food Trucks und Live-Musik und nein, das beides leider nicht. Also ich meine, also vielleicht ist das wirklich ein Problem, dass wir so ein bisschen falsche Assoziationen wecken. Was wir eigentlich sagen wollen mit dem Begriff Festival ist, wir lehnen uns eng an ein niederländisches Veranstaltungsformat. Das Open Science Festival dort ist recht etabliert und die Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden zelebrieren das als Festival und meinen damit sowas wie, dass man eigentlich die vielen verschiedenen Zugänge zum Thema Open Science feiert und anbietet. Also da sind sowohl, zum Beispiel ein Panel darüber, wie können Unis bei sich Open Science implementieren, bis hin zu einem Wikipedia-Hackathon oder einer Carpentry, wo man den Umgang mit einem bestimmten Tool, mit bestimmten Open-Source-Software-Tools erlernen kann und so, also sehr unterschiedlich und soll eben inspirierend sein und so weiter. Genau. Okay, aber ehrlich gesagt hatte ich auch erwartet, dass ich da auf mindestens einen Feuerspucker treffe. Ich bin jetzt schon, also es ist schon ein bisschen enttäuschend, das muss man sagen. Okay, wir denken nochmal nach über die Foodtrucks, die Live-Musik und die Feuerspucker, nur um die Leute nicht zu enttäuschen. Wenigstens ein Feuerspucker oder so. Hannover ist jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Also diesen Herbst auf jeden Fall. Ne? Morgen Köln und danach Hannover. Genau, morgen Köln, danach Hannover. Provinzhauptstadt der Herzen, ja. Oh. Lambo hier, ja, das ist ein guter Vorschlag. Feuerschlucker. Feuerschlucker? Oh nein! Lambo macht ein paar schale Witze. Das ist das der Festival-Charakter. Alle so gehen ein Pech, dass ich im Urlaub bin. Ja. Okay, aber ich hatte tatsächlich ernsthaft auch bei Festival ein bisschen andere Gedanken. Also es tatsächlich dachte ich mehr so an draußen und feiern und ja. Okay, gut, ich bin gespannt. Gut. Okay. Ja, sollen wir mal überlegen, welches Thema wann drankommt? Wollen wir die Leute wieder entscheiden lassen? Genau. Das übliche blinde Kuhspiel, ne? Also ihr wisst den Sendungstitel und ihr wisst nicht, was das bedeutet, wer was macht, was die Inhalte bedeuten. Ich habe den Sendungstitel schon wieder vergessen. Ob die Leute den Sendungstitel noch wissen, weiß ich nicht. Wie war denn der Sendungstitel noch? Das Klippo benachteiligter Zwiebelhirne. Also wir haben das Thema Klippo, das Thema benachteiligt und das Thema Zwiebelhirne. Wenn you take Hannover. Wenn you take Hannover. Wenn die da eine schöne Stelle haben. Okay, also Klippo benachteiligt oder Zwiebelhirn. In welcher Reihenfolge sollen wir die Themen heute durchgehen? Wir erklären nicht, von wem was kommt. Wir erklären nicht, was für Themen das sind. Ihr müsst einfach doppelblind hier verkosten. Klippo first wird hier gefordert. Ja. Und dann natürlich die klassische Frage, was ist denn ein Klippo? Ha, das ist sehr schön, dass das gefragt wird. Sorry. Mhm. Die Frage hätte ich auch, die würde ich auch, ich schließe mich der Zahlenzauberin an und stelle die Frage nochmal. Das Beste zum Schluss, ja, aber was ist denn das Beste? Klippo benachteiligt oder Zwiebelhirn? Hirnklippo benachteiligt, jetzt wird es ja ganz wild. Hirnklippo. Benachteiligung, Klippo, Zwiebelhirn. Ich kann kein Muster erkennen. Nee, ich kann auch kein Muster erkennen. Aber wir hatten jetzt immerhin zweimal Klippo am Anfang. Das klingt so ein bisschen wie so eine Variante von Schere, Stein, Papier für Wahnsinnige irgendwie, ne? Zwiebelklippo! Benachteiligung! Zwiebelhirn! Okay. Benachteiligung ist doch der Downer, wird hier. Den am Anfang. Oh! Ja. Okay, das heißt Benachteiligung am Anfang, dann Klippo und dann das Zwiebelhirn oder so? Könnt ihr euch mal einigen? Ja, genau. Also, ist Klippo nicht das Feuerzeug? Oh, ja. Ich glaube, das ist der erste. Wie hießen die noch? Jetzt bist mein Gehirn wirklich gerade am Überlegen. Wie hießen die noch? Irgendwie so ähnlich. Das weiß ich. Oh mein Gott, mein Gehirn. Das ist eine Zwiebel. Lippi. Dein Zippo. Gehirn ist ein Zwiebel. Zippo. Ein Zippo. Z.
Ja. Oh, okay, ich glaube, wir müssen vielleicht mit dem Klippo anfangen. Meinst du? Ja. Weil sonst und diese dann, ganze Spannung genau, alles andere verdrängt. Dann muss man das auflösen am Anfang. Ne? Hm. Aber hier das Feuerzeug wurde aufgelöst. Ja, Zippo. Sehr gut. Hm. Ja. Und dann, es gibt aber auch hier vielleicht regional unterschiedliche Ausformungen. Zippo? Was ist denn Zippo? Nee, Zippo haben wir auch nicht gehört. Zippo? Gut, aber ich finde es auch gut, wenn wir mit dem Klippo anfangen. Ja, das klingt gut. Ich lösche gerade mal diesen Kommentar. Ich gebe das ist ja hier, wir haben Twitch-Spam. Das ist ja mal ganz get groß. Famous. Nee, echt jetzt? Endlich Twitch-Spam. Freundlicherweise kriege ich das aber gerade nicht gelöscht, obwohl ich hier in der Moderatorenansicht bin. Ah, so, jetzt hier. Krass. So. Deleted it. Also jedenfalls auf. Wer kann denn uns was über Klippos erzählen? Genau. Wer von uns ist ein Klippo? Das ist natürlich, wie gewohnt, ist unsere Community hier sehr auf dem Kiviv, wie meine Oma gesagt hätte. Nee, aber die, das ist hier nämlich genau, was hier M. Seltmann sagt. Klippo ist beim Fangspielen die Pause. Das ist der Ort, wo man sicher ist, wo man beim Fangspielen nicht gefangen werden kann oder darf. Und jetzt die Frage in die Runde, wer kennt das und wer glaubt, dass es doch eigentlich ganz anders heißt? Also ich kann dir sagen, Lambert, du hast einfach Unrecht, dass was beim Fangenspiel die Pause ist, heißt Bahre. Ha! Und, ja. Gibt es noch andere Angebote? Ja, bei uns hieß das einfach nur sicher. Aha. Hier gibt es noch eine Variante. Wie hieß es noch? Zu Hause oder sowas. Ich glaube, das hieß einfach nur irgendwie so ganz kurz, aber Klippo habe ich noch nie gehört. Clip? Ja, Clip, sehr gut. Klippo Clip habe ich noch nie gehört, das ist mir neu, aber ja. Okay. Ja. Und jetzt werdet ihr noch erstaunter sein, wenn ihr erfahrt, dass es noch wesentlich mehr Begriffe dafür gibt und ihr werdet noch eine weitere Potenz erstaunter sein, wenn ihr erfahrt, dass es eine ganze Community von LinguistInnen gibt, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, die untersuchen das Alltagsdeutsch auf seine Varianten hin. Und zwar, und das ist das Schöne an dieser Community, die ganze Zeit, diese Community gibt es als eine Community, die Online-Methoden benutzt, seit über 20 Jahren. Und die sind sehr kreativ und sehr vielfältig und tummeln sich. Und ich möchte euch einige Highlights und Einblicke gewähren. Natürlich beginnend mit dem namensgebenden Ding, mit dem sicheren Ort beim Fangenspiel. Moment, jetzt muss ich wiederum das teilen. Eine Sekunde. Das hier. Ich muss jetzt mal gucken, ob es groß genug zu sehen ist. Sagt bitte Bescheid, ob man es erkennen kann. Oh, jetzt habe ich. Ist wieder weg? Wir haben wieder synchron geklickt. Ich klicke überhaupt nicht. Ich habe auch gar nichts geklickt. Nein, ich habe gar nichts getan. Henning war es. Okay. Sorry, Henning, klick, bitte. Sorry, ich dachte, du bist in deinem Browser und versuchst es groß zu machen, aber du warst hier. Und hast pardon. Wir haben uns das ist tatsächlich noch größer. Ich hoffe, ich versuche es größer. Moment. Und zwar, ich mache das jetzt mal so, dass die linke Spalte ist eigentlich gar nicht so relevant hier gerade. Versuchen wir es mal. Ja, ich glaube, so kann man es, also vielleicht ist die Grafik das Schönste hier, ne? Dann ja, ich kann aber den Link auch nochmal, ich poste einfach schon mal den Link in den... Ach, sehr schön, danke, ja, genau. So, und was ihr hier seht, ist etwas, was hervorgeht aus einer Online-Umfrage, die mittlerweile zum 13. Mal durchführen. Also guckt euch mal um auf der Seite Atlas der Alltagssprache, es ist eine ganze Serie solcher Umfragen, an denen ihr teilnehmen könnt. Das ist sehr vergnüglich und sehr interessant und das Teilnehmen an dieser Umfrage ist auch deshalb interessant, weil sie einen hinweisen auf typische deutsche Wörter, auf die man nicht kommen würde, bei denen solche regionalen Varianten
oft eine große Rolle spielen. Und guckt euch das mal an, wie viele Varianten es gibt, noch über die hinaus, die hier gerade genannt worden sind, bei so einem Kinderwort wie der sichere Ort beim Fangspiel. Ich finde es richtig faszinierend, das ist richtig interessant. Richtig cool. Aber wer nennt das denn bitte Boot? Die Menschen aus... Um Stuttgart. Nee, um Stuttgart, nee, nee, ja. Nee, nicht um Stuttgart. Nee, das ist Münster und Richtung Saarland hin. Ja, Münster ist aber auch die Bar. Und da muss ich aber auch mal anerkennen, dass man mich sozusagen durch die Tatsache, dass ich eben gesagt habe, das hieß Bar oder Bare, bin ich ja sozusagen eindeutig als Münsteraner hier zu identifizieren. Ne? Das ist ja wirklich, ja, nur in Münster, die Bar. Ja, stimmt. Ja, das sonst ist cool. Ja, sehr interessant. Stimmt. Mhm. Ja, also ich meine, das ist einfach richtig interessant und ich möchte gerne mal hier diese GeisteswissenschaftlerInnen feiern, die so konsequent Online-Kommunikation nutzen. Und zwar nicht als etwas, was dran geklatscht ist oder das sind PR-Leute, die das über eine Wissenschaft machen, sondern das ist ein interaktiver Teil von deren Forschung. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja, also man erfährt etwas über deren Forschungsgegenstand, über die Forschung, aber nimmt gleichzeitig auch daran teil. Und es ist natürlich auch total zweckmäßig, ja, weil wie kann man gezielter solchen Sachen nachgehen als durch so eine Online-Umfrage? Da haben sie es nachträglich schön visualisiert. Das ist also, lohnt sich da total mal reinzugucken. Und jetzt nochmal eine kleine Variante davon. Ich bin auch fasziniert von dieser Abbildung. Ich komme da nicht mehr weg. Ja, nee, das ist krass. Ist krass. Also, genau, also aber ich hatte ja Haus oder zu Hause gesagt und das ist tatsächlich da, wo ich herkomme, da so nicht ganz am Saarland dran, so ein bisschen weg, so zwischen Saarland und Mainz, da ist das Haus. Ich gebe euch nochmal so ein paar Insider-Tipps, wonach ihr mal gucken könnt, wenn ihr Bock habt, da zu stöbern, wo es auch so eine absolut überraschende Variantenvielfalt gibt. Die Schuhe, die diese Art Schuhe, Moment, ich bin nicht so akrobatisch, ich muss sie ausziehen dafür, damit ihr sie seht. Latschen? Die man so zu Hause trägt, wenn man Schlappen. Nicht auf die Straße geht. Latschen. Schlappen. Pantoffeln gibt es auch. Da gibt es unheimlich viele. Oder, auch nicht so offensichtlich, wie heißt denn das letzte Stück Brot, wenn man den Brotleib schon total aufgeschnitten hat und dann, wie heißt denn das? Knörzchen. Kniep. Kanten gibt's alles. Das sind so Wörter, das ist schon ein bisschen verblüffend. Und es gab dann mal Leute vom Spiegel, die haben eine Variante von dieser Umfrage gemacht. Auch sehr cool, aber da muss ich nochmal den Link recherchieren. Ich habe den jetzt leider gerade nicht zur Hand. Da machen die das so, die sagen, wir haben einfach mal so ein Dutzend Begriffe rausgesucht, wo es so eine ganz charakteristische Verteilung gibt, eine ganz starke Verteilung. Und ihr braucht uns nur in einem Multiple-Choice-Test sozusagen diese 12 Begriffe zu sagen, wie ihr die nennt. Und dann können wir euch auf einer Deutschlandkarte zeigen, wo ihr wahrscheinlich sprachlich herkommt. Sehr coole Idee, auch das so zu variieren. Den Link suche ich euch noch raus. Habe ich jetzt gar nicht zur Hand, aber das gab es vor ein paar Jahren mal. Entschuldigung, diese Webseite macht mich fertig. Das ist ja fun. So, das und jetzt hilft noch, da zu stehen. Oh Gott, ich könnte, okay, ja. Gut, ich muss aufhören. Ja, also wenn ihr im Laufe dieser Forschungsstrom-Sendung noch coole Links auf der Seite entdeckt, gerne sharen natürlich. Mhm. Es ist natürlich schön, das hier so zu zelebrieren. Und jetzt nochmal auch zu dieser Community gehören die Betreiber eines Wikis, das vom IDS Mannheim, Institut für Deutsche Sprache Mannheim, gehostet wird. Also die haben eine starke Schnittmenge mit diesen Leutchen hier, was die machen, nennen sie Variantengrammatik. Und das sind Forschende aus Österreich, aus der Schweiz und Deutschland, was ja bei diesem Thema total naheliegend ist. Und die haben über unterschiedliche Förderungen, also jeweils von der DFG, beziehungsweise dann von den entsprechenden Einrichtungen in Österreich und der Schweiz, ich glaube, FW,
SWF und SNF oder so, über 20 Jahre hinweg eigentlich den Aufbau dieses Wikis gemacht. Und das geht eigentlich fast noch mehr in die Tiefe, weil die sich nicht nur auf solche Online-Umfragen beschränken, also wie gesagt mit starken personellen Überschneidungen zu der Atlas-Website, sondern die machen halt diesen modernen Schnickschnack, dass sie im großen Stil Web-Scraping machen, ja, und sich einfach angucken, wie Sprache benutzt wird. Und das ist auch sehr deep und sehr interessant. Ich will euch einen kleinen Einstieg aufzeigen. Moment, jetzt schmeiße ich mal diesen Krams hier raus. Dum, dum, dum. Und teile einen neuen Tab. Wir haben natürlich immer die Linguistin hier im Chat, die uns sofort die Links schon reinpostet, bevor du überhaupt geteilt hast. Natürlich. Ich hoffe, ich bin aus Linguistinnen-Sicht nicht zu peinlich mit meinem Halbwissen hier. Ich bin natürlich überhaupt nicht vom Fach. So, und was ich euch jetzt teile, ist natürlich genau ein Verweis auf das, was gerade hier im Chat schon. Soll jemand von uns klicken oder möchtest du? Ich klicke jetzt gar nichts mehr hier nach dem Fail eben. So, ich versuche es mal. So, wenn ich meine Hände hebe. Jetzt hier war zum Beispiel mal bei einem Fußballspiel eine kleine Online-Umfrage gemacht worden. Und jetzt denkt man so, naja, haha, lustig, die machen keine Online-Umfragen und werten das aus. Aber es ist viel deeper. Die haben dann, also das ist jetzt erstmal ganz, ganz interessant. Ach, guck mal, wer da geantwortet hat. Es ist eine kleine Welt. Okay, Small universe. Ja, okay. Absolut, ja, ja. Genau, und jetzt, wenn man hier weiter reingeht, jetzt geht das natürlich nicht mit, der Fokus der, Entschuldigung. Muss ich nochmal neu teilen. Sorry, vielleicht kann man das auch alles viel effizienter machen, das weiß ich nicht. Nö, ich glaube, das muss so. Sonst wären wir nicht hier, wenn wir da jetzt anfangen. Wir haben dann außerdem Zeit zum Denken, das ist auch immer sehr gut. Ja, das stimmt. Und um noch mehr auf dieser Seite rumzuklicken, weil ich meine, die Seite, die ich eben verlinkt habe, das war ein Schatz, welches Hilfsverb man benutzt bei Stehen. Also das hat in der Zeitung gestanden, das ist in der Zeitung gestanden oder das war in der Zeitung gestanden. Entschuldigung, es gibt Diskussionen drüber. Ich bin fasziniert. Ja. Und ich meine, blättert einfach mal durch die Seite Finale. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr deep. Und ich kann das ja gar nicht so schnell auf die Schnelle zusammenfassen, aber es ist schon mal klar, dass das dass es da sehr viele Dinge gibt, die man beobachten kann in der Entwicklung. Und der Finale? Sprache. Ja, das ist das Finale, der Finale und so. Also, total krass, kurz gesagt. Und die Frau, die diesen Twitter-Account betreibt, nennt sich Christa Dürscheid. Das ist eine Professorin aus Zürich. Und die hat also einen ganz tollen Stil. Das ist also, den Twitter-Account gibt es noch nicht so lange wie das Projekt, aber immerhin auch schon 4 Jahre. Und kann ich also sehr empfehlen. Der Account heißt Variantengra. Und das ist also ein sehr, also vom Twitter-Wissenschaftskommunikationsstyle her, würde ich sagen, ein sehr orthodox fachlicher, wissenschaftlicher Twitter-Account, also wenig Scherze über ihr Privatleben oder irgendwas, ja, sondern es ist wirklich dann nur, geht um diese Themen oder so und bringt immer wieder diese kleinen, interessanten kleinen Deutschlandkarten, wo die Verteilung von bestimmten Begriffen erklärt wird oder greift eben auch Dinge aus der Mediensprache aus Twitter aus und so. Das ist also überaus interessant und das hat diesen Effekt auf mich jedenfalls, der ich ja, wie gesagt, nicht vom Fach bin, ich bin nicht Linguist oder sowas, dass ich diesem Twitter-Account folge und dann immer mal wieder dort über Sachen zum Stolpern gebracht werde oder so. Mhm. Vielleicht kann Melanie auch noch da irgendwie spezielle Tweets oder Einblicke sharen im Chat, wenn sie mag. Sie kennt das
auch noch von der fachlichen Seite her gleichzeitig, nicht nur den Twitter-Account. Genau, das war das, was ich heute euch mitgebracht haben wollte, ja. Gerade noch den Link angeklickt, wo VNN geteilt hat. Hähnchen, wie nennt man das bei euch so? Also Hähnchen? so ein Grillhähnchen. Achso, ein Broiler also meinst du? Ein Hähnchen meinst du? Das ist ein Hähnchen, das ist einfach nur ein Hähnchen. Und ich das merke, wir haben uns korrekt verteilt. Bei mir ist einfach nur ein Hähnchen, du hast ein Händel gesagt. Das in wäre. Händel. Händel. Ja. Nee, das steht da nicht. Das wäre Österreich, oder? Österreich. Nee, keine Ahnung. Also es gibt Händle, Händele und Händel. Aber das ist alles eher so Süden. Ja. Halber Hahn kenne ich auch, ja. Ja. Aber halben Hahn gibt es da nicht. Das ist ein halber Hahn auch ein Käsebrötchen? Ja, genau. Ein halber Hahn ist Käsebrötchen. Ach so, wie geil. Genau, das ist was anderes. Toll. Ja. Ich kann auch empfehlen, es gibt von der Christa Dürscheid auch ein Interview bei YouTube. Den Link suche ich auch nochmal raus. Oder, ja gut, werdet ihr auch selbst finden, wenn ihr danach sucht. Das ist gemacht von der Uni Zürich. Aber es ist super interessant. Ich kann es sehr empfehlen, weil man nochmal so ein bisschen die Vibrationen von so einer modernen Sprachwissenschaft rüberbekommt. Also das ist so, wir haben alle, glaube ich, wir Nicht-LinguistInnen, sage ich jetzt mal, oft, ich meine, es gibt ja beliebte Missverständnisse je nach Fach oder so. Ja, also es gibt dann bei Mathe gibt es die Leute, die damit kokettieren, dass sie es nicht können, was doof ist oder so. Bei den LinguistInnen gibt es, glaube ich, das Phänomen, dass es gerne missverstanden wird als so etwas Normatives. Ja, dass du sagst, nein, 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 Henning, so wird das nicht gesprochen. Gerade wenn Hannoveraner das sagen, Lambert. Ja. Hat das natürlich sehr viel normative Gewalt. Yeah. Das kommt bei dem Interview mit der Christa Dürscheid gut rüber, dass dies eben nicht der Fall ist, dass das den Spirit dieser Wissenschaft ganz verfehlt, weil es in Wirklichkeit so ist, dass es Leute sind, die sagen, hey, das ist interessant, die Sprache wandelt sich, ja, und die sagt dann auf die Frage hin, ist das jetzt mit Online und WhatsApp nicht so, dass die Sprache bei den Jugendlichen total verflacht und die sich nur noch mit Emojis verständigen und so, sagt sie dann, nee, das ist super interessant, weil da tut sich total viel und es gibt viel für uns zu erforschen, ja, und es kommen neue Varianten rein und so und, das ist für jemanden, der von außen auf so ein Fach guckt, ist das eine Intervention, ja, oder was heißt Intervention? Das ist eine Reflexion über das, was die da machen, zu der das anregt, die ich doch hilfreich und interessant finde. Ja. Mhm. Den Link liefere ich noch nach. Ja. Aber hier, Lambo, du bist einfach am Puls der Zeit. Ha! Oh! Krass, oder? Verteilen! Krass, ja. Ja, ich also grüße nach Salzburg. Ich mache hier kostenlos Werbung für euer Fach. Und, ehrenamtlich nenne ich es mal. Ich fand hier auch einen Kommentar im Chat von Mr. Capture noch spannend. Ich weiß nicht, ob Lambert oder vielleicht Melanie da was zu sagen können, ob es eine zeitlich-räumliche Änderung gibt. Also ob man jetzt sozusagen zum Beispiel wahrscheinlich ist das so gemeint, dass man durch, weiß ich nicht, vielleicht auch gesellschaftliche Umzugsbewegung, was weiß ich, nach 1990 gab es viele Menschen, die aus dem Osten wegen wirtschaftlichen Problemen in den Westen gegangen sind oder so. Sieht man da irgendwelche zeitlichen Veränderungen dieser Karten? Also diese quirlige Community rund um diese beiden Websites mit dem Atlas und dem Variantengrammatik-Wiki, die sagen von sich selbst auch, dass sie die Entwicklung über die Zeit verfolgen. Wobei ich ja, also ich... das ist die beste Antwort, ja. Ja, okay, ja. Melanie, danke fürs Antworten, genau. Das Vorwiegende ist schon immer bei diesen Visualisierungen und so, ne, die regionale Verteilung, aber klar. Also zum Beispiel gibt es, tauchen so Sachen auf, jetzt wo ich weiß, dass Melanie zuhört, muss ich total aufpassen, habe das Gefühl, wenn ich was Falsches sage, Benrather Linie oder so, was so sprachhistorisch total wichtig ist, so. Also nördlich der Benrather Linie wird alles anders gesprochen als südlich davon und so. Und dann gibt es natürlich irgendeine Erklärung, warum die ausgerechnet da verläuft, ne? Und solche Sachen halt, ne? Oh Gott, Diachron durch die Zeit als auch synchron.
anderer Ort erforscht. Okay, ja. Ich hatte auch schon mal nämlich Karten gesehen, wo man das gesehen hat, wie sich das entwickelt und wie sich dann irgendwie von Süden her so ein Begriff nach Norden durchpflanzt mit der Zeit. Ich dachte, oh mein Gott, bald reden wir alle bayerisch. Zumindest ja. Die Begriffe nehmen wir alle mit. Ja. Und das wird dann doch immer noch komplizierter mit der Online-Sprache, weil das ja eher fast ein globales Phänomen ist, oder? Also zumindest sowas wie Emojis oder so. Dann wird es ja noch komplizierter. Naja. Ja, und zumindest ist diese Sprache ja nicht regional verbreitet, auch wenn es Deutsch, wenn du es jetzt auf deutschsprachige Kommunikation beziehst und deutschsprachige Abkürzungen oder sowas, ne? Die gibt es ja auch, aber die sind ja, wenn dann, komplett verbreitet, glaube ich eher. Ne? Also nicht so lokal. Aber wobei, das müsste man mal untersuchen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es dazu ja was. Ja. Regionale Internetsprache. Nehmt schön an den Umfragen vom Atlas teil. Ja. Lasst euch verzaubern von der Vielfalt der Ausdrücke. Ja, und im Zweifel, wenn ihr im Internet unterwegs seid, immer das Urban Dictionary heranziehen. Ich habe neulich auch endlich gelernt, was KEK bedeutet. Ich muss das auch erst mal. K-E-K. Will man das wissen? Nichts Wichtiges, aber es hatten Leute immer wieder geschrieben. Ich dachte, was heißt das jetzt nochmal? Musste ich das halt mal herausfinden, was Cake bedeutet. Ich kann das, glaube ich, das nicht da. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag auch dafür. Kann ich mal verlinken? Kann man sich einen ganzen Wikipedia-Artikel dazu durchlesen, was Cake bedeutet? Also, das sind so, da muss ich auch dann erstmal gucken, was heißt das, ne? Aber ja. Jodel gibt es noch? Interessant. Ich habe schon seit Jahren nichts mehr von Jodel gehört, aber Melanie sagt, es sei gut. Okay. Jodel, ist das irgendein Internet-Slang, den ich nicht kenne, oder ist es das Jodeln, also, dieses gesamtartige? Wenn es das ist, was bei mir Assoziation weckt, ist, dass es so eine App, mit der du halt so eine GPS-Koordinate angehaftet eine Notiz hinterlassen kannst, die sozusagen dann an diesem Ort klebt und dann an andere Ort Leute, die an diesem Ort sind, ohne dass es irgendwelche User-IDs gibt oder Beiträge, Autorenschaften von Beiträgen. Kannst du dann halt zum Beispiel in einer Uni über deinen Prof lästern oder so und das klebt dann halt an diesem Hörsaal da irgendwie theoretisch, diese Marke. Und dann können andere Leute das, glaube ich, hoch und runter voten. Und die Leute können das nur sehen, glaube ich, und kommentieren, wenn sie an dem Ort sind oder in der Nähe des Ortes, so ein Radius oder sowas. Bin ich mir sehr sicher. Ja, interessant. Genau, also das war mal eine Zeit lang sehr groß, aber nicht so wirklich jetzt. Ne? Aber das ist schon irgendwie 10 Jahre her, dass ich das irgendwie mal als Ding wahrgenommen habe. Aber gut, scheint es auch zu geben. Ja, und da gibt es ein 51-seitiges Dokument dazu. Das hat jemand analysiert hier. Das hatte Melli da mal geschickt. Ich werde das in die Shownotes packen, falls jemand 51 Seiten über Jodel und Sprache lesen möchte. Wahnsinn. Crazy. Im nächsten Leben werde ich Linguistin. Es gibt so viele Wissenschaftlerinnen, die ich werden will in meinem nächsten Leben. Ich glaube, ich brauche ganz viele Reinkarnationszyklen, also weil so viele interessante Sachen. Aber ich habe noch keinen Bachelor, von daher könnte ich ja einen Bachelor in Linguistik machen, weißt du? Ich habe schon Diplom. Setz dich da mal schön mit den Master, ganzen 18-Jährigen schön Doktor. In die Grundvorlesung. Ja, manchmal so erstes Semester Linguistik-Bachelor. Ja. Gibt es das als Fernstudium? Na gut. Ja, damit sind wir durch mit Klippo. Wir wissen Bescheid über Klippo und können damit weitergehen zum nächsten Thema. Sehr, sehr, sehr schönes Thema, Lambert. Jetzt würde ich aber Henning fragen, hast du einen Downer? Ja. Wollen wir den Downer dann an den Schluss packen oder wollen wir ihn in die Mitte packen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Oh, Luca, das ist ein Deal, das machen wir. Das machen wir hier. Such mal eine schöne Hochschule raus. Ja, also... Ich bin ja, ich offenbare mal, dass ich hinter benachteiligt stecke, hinter dem Titel, was euch sozusagen dann implizit sagt, dass Claudia das Zwiebelhirn ist. Danke. Genau, aber ich kann jetzt gerne den Downer in die Mitte packen, dass wir dann das Zwiebelhirn zum Schluss haben. Mhm. Können wir machen, es sei denn, alle möchten den Downer zum Schluss aus Traditionsgründen. Also kann ja sein, dass die Leute sagen, nee, der Downer muss zum Schluss. Sonst fühle ich mich zu happy, wenn der Stream rum ist oder so. Ja.
Nee, dann lass doch mal den Downer jetzt machen. Ja, genau, mach mal einen Downer. Also, wenn ihr noch nicht so auf Forschungsstrom geguckt habt, dann wisst ihr nicht, dass ich immer den Downer mitbringe. Aber manchmal sage ich auch, ich würde keinen mitbringen, aber dann bringe ich doch einen mit. Und heute geht es um Benachteiligung und natürlich auch hat das was mit Wissenschaft zu tun. Nicht nur, weil die Wissenschaft Benachteiligung untersucht, sondern in diesem Fall auch Menschen aus der Wissenschaft benachteiligt werden. Und dazu wollte ich euch nochmal, wir haben ja öfter schon über so Akronyme gesprochen, insbesondere über so Three-Letter-Acronyms, die TLAs. Oh ja. Lambert, wenn ich dir jetzt PGP zurufe, dann weißt du natürlich sofort, das ist ein TLA für Pretty Good Privacy von Phil Zimmerman. Ja, sehr gut. Wenn ich jetzt, könnt ihr auch in dem Chat natürlich gerne teilnehmen, wenn ich jetzt sage GPG, was ist das dann? GPG? New Privacy Guard. Ja, genau. Sehr gut. Genau, damit habe ich euch aufs falsche Pferd geführt, denn wir reden jetzt über den Gender Publication Gap. Oh, yes. GPG. Und dazu muss ich natürlich erstmal den Link zu meinem Paper hier reinschmeißen. Das Paper ist relativ neu erschienen in Nature. Und ich hatte es auch irgendwie in öffentlicher Berichterstattung gesehen. Und das Paper trägt die wunderschöne Überschrift Women are credited less in science than are men. Und das sagt eigentlich schon alles aus, um das es geht. Aber ich will uns vielleicht erstmal zunächst mal reinholen, was sie da gemacht haben. Das ist also eine Publikation, die jetzt im Juni in Nature erschienen ist und die von amerikanischen WissenschaftlerInnen gemacht worden ist. Unter anderem gibt es dort die Julia Lane aus New York, von der New York University. Und vielleicht habt ihr das in der Nach-Corona-Berichterstattung mal wahrgenommen, dass gesagt worden ist, es sei irgendwie aufgefallen, dass irgendwie viele Wissenschaftler, nachdem sie nicht mehr in die Labore konnten, weniger neue Science gemacht haben und mehr alte Science rausgehauen haben, irgendwie Paper rausgehauen haben. Dass aber anscheinend auch irgendwie der Frauenanteil unter den Veröffentlichungen dann zurückgegangen sei in der Corona-Phase. Und dieses Thema haben die sich also geschnappt. Und haben generell das mal angeguckt, auch für zurückliegende Veröffentlichungen, wie das eigentlich ist. Wie viele Forscherinnen und Forscher arbeiten so in wissenschaftlichen Disziplinen? Arbeiten, haben das auch sogar so ein bisschen gewichtet nach Vollzeit oder nicht Vollzeit? Und dann haben sie geguckt, wie viele Veröffentlichungen kommen dabei raus. Und ich fand das die Methode von denen ganz spannend. Die sind nämlich hingegangen und haben jetzt nicht unbedingt oder die haben mehrere Dinge eigentlich miteinander verglichen. Das eine, was sie genommen haben, ist ein Datensatz. Sie nennen das Administrative Data. Das ist also ein Datenpool, wo irgendwie 36 Universitäten, die dort aus einem amerikanischen Verbund zusammengeschaltet sind und dort eine große Datenbank haben, wo dann irgendwie über 2000 verschiedene Institute drinstecken. Und da haben sie sich dann rausgeguckt, wer dort Veröffentlichungen gemacht hat. Und das Key Finding dazu habe ich mir hier mal aus dem Abstract rausgesucht. Da steht dann drin, Large-Scale Administrative Data on Research Teams, Team Scientific Output and Attribution of Credit show that women are significantly less likely to be named on any given article or patent produced by their team relative to their peers. Also, Frauen werden hier ganz klar sozusagen sind unterrepräsentiert im Vergleich zu dem Anteil, den sie eigentlich haben. Und sie sagen halt explizit, dass sie solche Dinge wie sozusagen reduzierte Stundenzahl und sowas schon rausgerechnet haben. Also sie haben sehr genau anscheinend geguckt, irgendwie wie aktiv sind Frauen in der Wissenschaft und dann geguckt, wie ist sozusagen der Output in Form von wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und das haben sie auch mal konkretisiert. Also hier steht, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau auf einer Veröffentlichung steht, zu der sie als Mitglied eines Forschungsteams beigetragen hat, ist ungefähr 13% geringer als für einen männlichen
Kollegen. Und das ist insbesondere auf High-Impact-Journals und Patente bezogen. Das ja, fand ich schon mal eine krasse Erkenntnis. Dann haben Sie noch zwei weitere Dinge gemacht, die man noch in diesem Paper lesen kann. Sie haben dann einerseits ein Survey gemacht, da haben Sie wohl 2600 Leute mit einem Fragebogen befragt und haben bei diesem zweiten Teil ist dann rausgekommen, also eine ganz ähnliche Erkenntnis, und Sie haben das halt gemacht, um sozusagen diesen ersten Teil zu prüfen, weil du natürlich, wenn du so einen Datensatz von diesen vielen tausend MitarbeiterInnen angehst, dann willst du das nochmal gegenchecken, ob du da nicht irgendwelche Ungereimtheiten drin hast, die irgendwie systematisch passieren. Und dann haben sie aus diesem Fragebogen von den 2600 Leuten, da kommt dann raus: It similarly shows that women's scientific contributions are systematically less likely to be recognized. Also die Anerkennung halt fehlt hier. Und dann haben sie noch eine dritte Sache gemacht, dann haben sie nämlich von diesen 2600 Leuten, die sie angeschrieben hatten und einen Fragebogen geschickt haben, haben sie dann noch gebeten, dass die Leute noch qualitativ dazu was schreiben. Und da haben sich wohl 837 oder 887 Leute haben darauf geantwortet. Und von denen haben sie dann wiederum 330 Leute interviewt. Und dabei kam dann raus bei diesen bei dieser dritten Analyse, den qualitativen Antworten, It suggests that the reason for their work is often not known, also it suggests that the reason is that their work is often not known, not appreciated or ignored. Also die wissenschaftlichen Arbeiten von Frauen sind oft nicht bekannt in der Community, sie werden nicht gewürdigt oder gewertschätzt oder sogar ignoriert. Und Sie sagen nochmal ganz klar, dass aus Ihrer Sicht halt diese Tatsache nicht darin liegt, dass die Frauen weniger wissenschaftlichen Output haben bei dem sozusagen forschenden Anteil, sondern dass es ausschließlich um die Frage geht, wie sie dann in den Publikationen wahrgenommen werden. Und das fand ich irgendwie ja eine krasse Sache. Mir ist das in den Medien vor ein paar Wochen begegnet und deswegen wollte ich mir diese Studie mal angucken und fand das ganz spannend. Die ist ja auch ordentlich umfassend. Beeindruckend, ja. Ja. Fett. Und fette Daten. Ja, genau. Also das ist ja echt viel, was sie da erhoben haben. Und die haben echt 300 Menschen dann noch interviewt. 336, ja. Fleißarbeit. Ja, genau. Absolute Fleißarbeit. 338, Entschuldigung. Ja. Genau. Und dann, was ich aber sozusagen, was mir da nochmal aufgefallen ist, ich muss gestehen, ich habe das hier ausgedruckt. Was ihr als bibliothekarisch vorgebildete Menschen mir mal erklären könnt, es gibt ja so manche so Meme in der Wissenschaft und eins davon, finde ich, ist dieses Meme hier, dass man grundsätzlich bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf gar keinen Fall seinen Vornamen nennen darf. Zumindest darf man ihn nicht ausschreiben, oder? Das ist doch irgendwie so ein Ding in der Wissenschaft, auf den Papern steht immer C. Frick oder L. Heller. Aber das könnte ja auch Luise Heller sein oder Claudius Frick. Das war warum macht ihr das so, ihr Leute da? Das machen die Zeitschriften, die das vorgeben. Ach so, aber ich glaube, früher war das echt mehr. Jetzt macht man mit vollem Vornamen, oder? Ja, ist das so? Ja, und zunehmend wirst du auch Journals finden, wo du eine HTML-Version des Artikels hast, wo neben dem Namen von jeder Autorin sogar ein kleines ORCID-Symbol ist mit Link zu dem Identifier und so. Ich meine, das ist eine alte Konvention, wirklich mal zum Platz sparen gewesen. Aber da ist mit Vorname. Ja, genau. Ah, ja, das ist dann sozusagen die fertige Version, okay. Ja. Ja, zum Platz sparen. Aber es macht nämlich auch eigentlich die Forschung über Gender Publication Gap schwieriger. Denn, das fand ich nämlich auch dann noch spannend, ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, ja, wie haben Sie das eigentlich gemacht, dass Sie dann halt in diesen Datensätzen geguckt haben, wer ist jetzt hier Männlein und wer ist hier Weiblein? Und das fand ich ganz spannend. Dazu schreiben Sie Folgendes.
Gender is algorithmically assigned using a combination of Athena, das ist ein Eigenname, and Python's Gender Guesser Algorithms. Also es gibt, war mir nicht klar, mindestens zwei verschiedene bekannte Algorithmen, die man wahrscheinlich in irgendwelchen Bibliotheken, also Softwarebibliotheken nachgucken kann, die dann also das Gender guessen. Athena is first used to assign gender bias on the first names and ethnicity, die Ethnizität, of each employee. When the first names given ambiguously results, the middle name is used. If gender is still ambiguous, Python's gender guesser is applied to the individual's first name, but not the middle name. Und also da musst du dir wirklich schon Gedanken machen, wie du sozusagen hier dann das Geschlecht rausfindest. Natürlich, wenn du solche Zehntausenden von AutorInnen, also sie hatten jetzt hier 107.000 verschiedene AutorInnen, die sie dem Gender zuweisen mussten, wie du die dann, das kannst du ja nicht schlecht per Hand machen. Ne? Und ja, also auch für sowas gibt es Algorithmen. Fand ich spannend. Diskutieren Sie, wie die so auch problematisch sein können? Also wird das im Paper auch diskutiert? Du meinst jetzt sozusagen irgendwie non-binäre Personen oder sowas? Oder was meinst also du jetzt? Zum Beispiel, also es macht ja auf jeden Fall Personen unsichtbar, die nicht binär sind oder sich nicht zuordnen wollen. Also ich muss gestehen, dass ich jetzt hier nicht in, ich habe von dieser langen Studie nicht alles wirklich komplett durchgelesen, aber Sie sagen halt selber, dass Sie sozusagen dann nochmal einen Gegencheck gemacht haben, wo Sie dann nochmal Leute gefragt haben, welchem Gender sie sich selbst zuweisen und das dann für diese Stichprobe dann gecheckt haben. Und zum Beispiel dieses Checks von dem Self-Reported Gender war dann in 93% der Fälle gleich mit dem im Algorithmus zugewiesenen Gender. Das sind jetzt gar nicht mal so gut. 93% ist ja nun, also okay, gut. Übrigens aber, auch ungerecht, bei Männern waren es 93,3% korrekt zugewiesen, bei Frauen 92,5%, ein bisschen weniger korrekt zugewiesen. Was machen die denn mit Dominik in Frankreich so? Ja, sowas, ne? Gute Frage. Ja, also das ist sehr schwierig. Und ich finde, der Kommentar ist sehr, sehr hilfreich. Genau. Ja, aber ich finde, also ich glaube, es ist wahrscheinlich das, womit man es am sinnvollsten machen kann. Aber das Algorithmen haben ja auch ihren Bias, ne? Und das macht es dann auch wieder schwierig, glaube ich. Also sie scheinen sich schon bewusst zu sein, dass der Algorithmus keine 100% Treffersicherheit liefert. Wie das jetzt hier mit nicht-binären Personen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber genau, guck gerne in die Studie rein. Sie ist voll Text da. Aber sie ist auch sehr hässlich. Also als jemand, der irgendwie doch irgendwie eigentlich gelatigte Studien gewohnt ist, ist es ein bisschen schlimm. Okay, da muss ich allein deshalb mal reingucken. Ja. Übrigens kam noch eine sehr interessante Interpretation von dem ohne Vornamen im Chat. Ich habe mal gelernt, dass man das macht, um Geschlecht unsichtbar zu machen. Aha. Das wäre ja dann genau in die Hände von dem gespielt, worum es ja eigentlich in dem Paper an sich ging. Ja, sehr schlau. Ja. Ja, aber ich ehrlich gesagt, ich zweifle daran, dass das so ist, weil ich kenne es zumindest bei vielen Fällen so, dass es dann auf dem Titelblatt abgekürzt wird und an einer anderen Stelle dann doch nochmal genannt wird. Naja, aber es mag auch Fälle geben, wo es konsequent nur abgekürzt wird. Okay, und jetzt Bibliotheks Bubble Nerd Content, natürlich nach der alten RAC-Fassung waren die Vornamen abgekürzt. Ja. Und es gab nur die Vornamen mit einem Buchstaben und Punkt. Und nach der neuen RDA, da wird ja der volle Name erfasst. Sowohl Vorname ausgeschrieben als auch Nachname. Also ja, aber habt ihr dann auch ein Feld für Gender? Habt ihr das auch, euch auch mal eingedacht, dass ich am besten mir selber das zuweisen darf? Nein. Ah ja, da gibt es heiße Diskussionen drüber bei der GND, ne? Ja. Es gab es auch ansonsten bei Repositorien zum Beispiel oder bei Publikationsdatenbanken von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die ja genau an sowas interessiert sind, Henning, ne? Also zu gucken, wie viele Promovierende sind denn weiblich, männlich, welche divers, also muss der Minister jetzt drei Geschlechtsoptionen anbieten oder eben sagen, keine Zuordnung. Da gibt es auch ganz viele Diskussionen, ne? Also erfasst man das jetzt, darf man das nicht, will man das nicht? Ja. Und es scheint echt schon von den Communities abzuhängen, wie das praktiziert wird hier, ne? Sagt er ja.
Lambert, glaube ich. Und Teilchenphysik mit den Initialen. Ja, gut, siehst du? Ja, also ich glaube zum Beispiel bei der Teilchenphysik könnte es damit korrelieren, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass es da besonders viele Paper gibt mit richtig vielen Autoren. Und wenn man nicht will, dass es noch überläuft auf die zweite Seite, die Aufzählung, dann macht man es halt kleiner und kürzer, oder? Nein. Nee, weißt du, was man da macht? Dann nennt man das einfach irgendwie XY-Collaboration und dann klickt man da drauf und dann klappen 3000 Namen auf. Aber ansonsten ist das sehr kurz und vorne stehen zwei Autoren und hinten XY-Collaboration und dann flop, explodieren die Namen. Das habe ich schon gesehen. Ja, ja. Okay, jedenfalls, ja, wir leben in einer ungerechten Welt und die Wissenschaft gehört mit dazu. Und ja, die Aktivitäten von Frauen werden leider auch hier unsichtbar gemacht. Und, aber wenigstens kann die Wissenschaft es erforschen und ich prangere das hiermit an. Finde ich gut. Absolut. Es gibt in der bibliothekarischen Welt seit einigen Jahren auch eine Diskussion oder es gibt viele Diskussionen über das Thema, muss man auch wirklich sagen. Findet viel Beachtung. Und ein Zweig, den ich interessant finde, ist, das ist grundsätzliche Überlegung, dass man statt Autorschaft mehr Contributor oder Ship oder beitragenden Rollen oder so mehr hervorheben sollte oder so, was so ein bisschen der Überlegung Rechnung trägt, dass es es mehr gibt als die Leute, die schreiben. Ja. Genau. Also ich fände es jetzt ganz lustig, wenn wir noch hier Beren Luca, der hier im Chat vielleicht unterwegs war, der könnte jetzt doch was dazu sagen. Ich habe nämlich in der Vorlesung, in der er auch saß, auch über beim Peer Review gibt es auch Bias in Richtung Geschlechter, ne? Also dass dort quasi Frauen oder halt nicht männliche Personen Diskriminierungserfahrungen haben, ne? Im Sinne von, die Paper werden strenger bewertet oder anders bewertet oder gar nicht erst durchgelassen, je nach Geschlecht. So, also da gibt es dann sowas auch. Und jetzt kann ich quasi erweitern, nächstes Jahr kommt nochmal hinzu und es gibt auch noch ein Problem beim Output, ne? Also dass das gar nicht anerkannt und bemerkt wird. Schade. Hätte ja an einer Stelle mal besser werden können. Ne? Na gut. Was ich jedenfalls bemerkenswert an dem Paper auch noch fand, ist die lange Dauer zwischen der Einreichung und dem Akzeptieren. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das normal ist oder nicht normal ist. Also eingereicht oder received wurde es im Februar 21. Und jetzt erst im Juni 21 accepted und dann auch Ende Juni veröffentlicht. Also das waren jetzt dann anderthalb Jahre. Fast anderthalb Jahre, genau. Ist schon lang, oder? Finde ich schon ein bisschen zu lang fast, weil dann sind deine Daten ja beinahe schon veraltet. Ja, nee, das finde ich lang. Also ich finde auch eine Nature-Publikation sehr lang. Das deutet darauf hin, dass sie da irgendwie Probleme hatten mit dem Peer-Review-Prozess, den zu organisieren. Ne? Kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist irgendein Reviewer, hatte zugesagt, ist abgesprungen oder irgendwas. Ja. Aber ja, das ist, stimmt, das fällt auf. Ja. Ja, also es gibt, genau, Melli sagt schon, es gibt auch mal noch längere, aber ich finde das schon ungewöhnlich lang. Ja. So. Gibt auch Journals, die inzwischen für sich Werbung zu machen versuchen, indem sie auf die durchschnittliche Zeit des Peer Reviews gehen Sie nicht zu Nature, kommen Sie zu uns. Ich wollte übrigens darauf hinweisen, dass wir unser allererstes Forschungsstrom-Meme bekommen haben. Ne? Ein Meme? Oh, zeig. Ja, warte, ich bin schon dabei, Moment. Ich muss es gerade nur größer machen. Teilen. Bildschirm teilen, ich möchte ein Fenster teilen und zwar dieses Teilen hinzufügen. Vielen Dank, Piluche. Warte, nein, man macht heute übrigens nicht mehr so, wenn man ein Herz machen will, man macht jetzt so. So. Ach, wieso? Weil das macht man heute so, man macht nicht mehr so ein Herz, man macht jetzt so. Okay. So, ich jetzt auch mal gelernt. Ich krieg's doch gar nicht hin. Mit dem Zeigefinger runter und dann mit dem Mittelfinger den Bogen machen. Ja, das ist mir zu kompliziert. Okay, ja, gut. Gender Publication Gap, merkt es euch. Ja, nee, super interessant. Danke. Ja. Und auch danke für das Meme natürlich. Das ist eine kulturelle Bereicherung. Absolut. Ich meine, sowas hatten wir noch nicht. Das wird nachher vertwittert. Das muss sein und wir haben das gehört so.
So, das war jetzt der Downer. Ich fand der Downer. Ihn trotz allem nicht so down, weil ich wahrscheinlich erst einfach schon wusste. Aber jetzt gibt es Evidenz. Aber dass es 13% sind, das ist jetzt für ja, neu. Das stimmt. Das ja. ist die Zahl, das finde ich neu. Okay. Ihr könnt übrigens auch Forschungsstrom-Memes machen, in denen ihr euch lustig macht über Claudia oder Henning. Ich wollte ja, nur auf die auf die Schienen hinweisen. Lass uns doch vor den Zug, Lambert. Lambert, du musst uns einfach auch eine Falle stellen. Ach so, ja. Erst fragen, was PGP heißt, dann fragen, was GPG heißt und dann sagen, nee, also das ist vollkommen falsch. Apropos vollkommener Bullshit und falsch. Ja. Das ist eine gute Überleitung zu meinem Thema. Soll ich mal mit dem Zwiebelgehirn weitermachen? Gibt es jetzt Zwiebelringe? Nee, ja, ein bisschen. Also, ja, genau. Holt doch mal die Zwiebeln raus. Nein, oh Gott. Pure Zwiebeln. Es gibt ja Leute, die essen auch, ne? Mein Gott. Krass. Genau, ich möchte gerne über Zwiebelgehirne sprechen. Und zwar hatte ich doch vor 2 Folgen angekündigt, dass ich mal die Paper lesen werde mit den komischen Titeln. Erinnert ihr euch noch? Diese Zotero-Sammlung von Papern mit strange Titles. Ja. Und da habe ich mir jetzt eins vorgenommen. Aber bevor ich euch über das Paper erzähle, das ich mir angeschaut habe, möchte ich euch gerne etwas vorlesen. So in bester Lambertscher Rezitierungsmanier. Du hast ja auch mal schon mal schöne Texte vorgelesen. Möchte ich gerne auch was vorlesen. Und zwar aus einem Standardwerk der Psychologie. Also hier, wissenschaftliche Literatur, so quasi für die Erst-Zweitsemester der Psychologie. Da gibt es Myers, das ist das so eins der Standardwerke, das tatsächlich auch einfach nur Psychologie heißt. Einführungswerk, das ist wie der Tipler in Physik oder so. Das sind so diese, ich weiß nicht, gab es bei euch auch solche Standardwerke mit Autoren? Bei uns gab es den Gerzen, nicht den Tipler, bitte. Ja, Gerzen, genau, Gerzen und Tipler. Den Brockhaus in Mathematik. Gab es den noch? Also, den Häuser, bitteschön, in Mathematik. Oh nee, der Häuser war gut. Nee. Nee, der Häuser war super. Okay. Also solche Standardwerke. Und so eins, genau, da habe ich einen kleinen Ausschnitt, den ich euch gerne kurz mal vorlesen möchte. Pass auf. Die Fähigkeiten eines Tieres sind in dessen Hirnstrukturen begründet. Bei einfachen Wirbeltieren, wie zum Beispiel dem Hai, reguliert das wenig komplexe Gehirn vor allem die grundlegenden lebenserhaltenden Funktionen, Atmung, Schlaf und Nahrungsaufnahme. Einfachere Säugetiere, wie zum Beispiel Nager, haben ein komplexeres Gehirn, das Gefühle und ein besseres Gedächtnis ermöglicht. Bei weiterentwickelten Säugetieren, wie uns Menschen, verarbeitet das Gehirn mehr Informationen und wir sind deshalb imstande, vorausschauend zu handeln. Diese zunehmende Komplexität entsteht dadurch, dass sich bei den einzelnen biologischen Arten neue Gehirnsysteme über den alten gebildet haben, ähnlich wie auf der Erde neue Landschaften die älteren bedecken. Wenn man etwas tiefer gräbt, entdeckt man die fossilen Überreste aus der Vergangenheit, Komponenten des Hirnstamms, die noch immer fast genau die gleichen Funktionen haben wie schon bei unseren entfernten Vorfahren. So. Also ich finde das mit den Landschaften, die sich überdecken, ein sehr komisches Bild, weil ich habe noch nie Landschaften gesehen, die sich überdecken. Aber ihr könnt euch das vorstellen wie eine Zwiebel. So, deswegen reden wir über Zwiebeln. und das war jetzt... Ja, also der hat ja gesagt, ähnlich wie auf der Erde neue Landschaften die älteren bedecken. Und das, ach so. Verstehe ich nicht. Okay. Komischer Vergleich. So Schichten oder so. Sediment. Ich hätte jetzt auch an Erdschichten gedacht, aber Landschaften, die ältere bedecken, ich verstehe den Vergleich nicht. Das ist mir schon, vielleicht ist das was nur PsychologInnen verstehen. Ja. Weiß nicht. Also das ist ein Buch aus 2014, also ich hatte die Zugang zu der Version aus 2014, aber es steht auch in der neuesten noch so drin. Und diese Art zu erklären, wie das Gehirn funktioniert oder wie es aufgebaut ist, das ist schon lange so in solchen Büchern. Ich habe noch ein Beispiel aus dem Jahr 1964, auch ein Psychologiebuch, auch ein Klassiker. Da steht drin, das möchte ich auch gern vorlesen, das älteste seiner Gehirne, also von uns Menschen, das älteste seiner Gehirne ist im Grunde ein Reptiliengehirn. Das zweite wurde von niederen Säugetieren geerbt und das dritte und jüngste Gehirn ist eine späte Säugetierentwicklung, die im Menschen ihren Höhepunkt erreicht und ihm seine einzigartigen Fähigkeiten zur symbolischen Sprache verleiht. So,
Und wenn man das jetzt so alles also hört, dann hat man ja jetzt den Eindruck, man hat wirklich so ein Zwiebelding. Ne? Also unten ist der Kern, da ist das Reptiliengehirn, das irgendwie so Haie und Reptilien haben. Dann kommt das ein bisschen komplexere für die niederen Säugetiere. Und dann kommt so ganz als Schale drumherum oder obendrauf hat sich drauf gebildet noch das viel komplexere Teil, der viel komplexere Teil vom Gehirn für uns Menschen. Genau so. Und jetzt kann ich euch sagen, das ist absoluter Bullshit. Das stimmt einfach gar nicht. Wow. Das ist falsch. So, das ist falsch. Das stimmt so gar nicht. Und dass das nicht stimmt, damit beschäftigt sich eins dieser Paper mit diesen strangen Titeln. Und zwar das Paper mit dem Titel Your brain is not an onion with a tiny reptile inside. Wie geil. So, sehr gut. So und ja. Das steckt dahinter. Ich packe mal gerade den Link noch in den Chat. Und die haben in diesem Paper, das viel mehr Substanz hat, als ich jetzt auf den ersten Blick erwartet hätte, weil der Titel ist ja lustig. Und ich habe eigentlich gedacht, ich lese jetzt mal so ein lustiges Paper. Da ist echt einiges drin. Ne? Also die nehmen das mal auseinander, dass in der Psychologie noch heute in Büchern, in Lehrbüchern und an Hochschulen dieses Bild von Gehirnentwicklung gelehrt wird und verbreitet wird und dass das tatsächlich ja eigentlich nicht mehr stimmt und dass es auch unter NeurowissenschaftlerInnen eigentlich schon klar ist, dass das so nicht stimmt, sondern dass alle Tiere all diese drei Teile von Gehirn haben, unterschiedlich ausgeprägt, unterschiedlich entwickelt, unterschiedliche Aussehen, aber sie sind im Prinzip vorhanden, sie haben sich eben nur unterschiedlich entwickelt. Und da mit diesem Paper versuchen sie, die PsychologInnen mal auf den neuesten Stand zu bringen und ihnen zu erklären, dass das ja eigentlich nicht sein kann, dass sie tatsächlich noch heute dieses Bild vermitteln. Und ich wollte euch kurz mal zeigen, eine Abbildung aus dem Paper. Ja, darf ich mal dazwischen fragen, ja, ist das klar. Denn dann wesentlich hoffentlich auch in einem Psychologie-Journal erschienen und nicht in einem Neurologie- oder Biologie-Journal? Es ist erschienen in Current Directions in Psychology Science. Ja, sehr gut. Im Jahr 2020. Also die Zielgruppe direkt angehauen, sehr gut. Hm. Ja. Genau, und es ist auch tatsächlich, hier sieht man Department of Psychology der Michigan State University oder der University of Maryland. Also es sind auch Leute aus der Fachrichtung, also die da adressieren. Genau, also das ist das schöne Paper. Und jetzt scrolle ich mich mal so durch. So, und da haben wir jetzt hier so ein Bild, das zeigt, was immer erzählt wird. Also A, es zeigt jetzt natürlich die verschiedenen Tierarten, primitiv Hai, niedere Säugetierarten, eine Maus und dann haben wir hier den Mensch als das oberste angesehen quasi in der Reihe und da sieht man, so wird das gelehrt, ne? Das untere Hirn, dann kommt das nächste drauf und dann kommt das nächste drauf und in Wirklichkeit sieht es eben aus, wie hier bei C und D gezeigt. Wir stammen ja alle von dem gleichen ab und haben uns halt irgendwann anders entwickelt und die Gehirne haben alle diese drei Teile, sie sehen nur anders aus und sind anders angeordnet und sind anders über die Zeit entstanden und verschoben worden. Ne? Also es ist eine andere Art der Ausprägung. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, wie es sein kann, dass man das echt noch dann heute so lehrt. Ne? Und das haben die auch. Ja, also es ist sehr interessant. Die haben tatsächlich, das kann ich direkt sagen, die haben 20 Psychologie-Bücher sich angeschaut, die zwischen 2009 und 2017 erschienen sind. Und von denen haben 14 überhaupt etwas dazu gesagt, wie das Gehirn entstanden ist. Und von diesen 14 haben 12 es so erklärt. Also falsch. Das ist schon hart. Ne? Also man kann sich die Daten auch angucken. Also die haben natürlich die Forschungsdaten auch veröffentlicht. Ich war ganz begeistert. Das ist ein tolles Paper. Und ich dachte so, bei dem Titel, da kann doch nur hier was Lustiges bei rumkommen. Nee, das ist echt gut. Also, sie haben die Hattest du schon gesagt, von wann das ist? Aus welchem 2020. Ah ja. Also echt noch sehr neu. Und ich finde es vor allem spannend, weil sie jetzt nicht nur sagen, Leute, das ist falsch, ihr liegt einfach falsch,
sondern sie dann auch noch diskutieren, warum es denn jetzt überhaupt wichtig ist, dass man das sagt, dass es falsch ist. Also es ist ja so, zum einen sagen sie natürlich, wir sind Forschende. Also wir sollten uns eigentlich an die Fakten halten und an die neueste Wissenschaft. Das heißt, wenn die Psychologie auf etwas aufbaut, was eigentlich schon längst überholt ist, ist es halt einfach falsch. Das sollte einfach nicht sein. Ne? Also es wäre das eine. Das andere ist aber, dass sie auch sagen, das hat vielleicht ja sogar schädliche Konsequenzen, wenn PsychologInnen ihrer Forschung denken, dass etwas in einem Gehirnteil passiert, den niedere Säugetiere gar nicht haben und sich deshalb nur darauf fokussieren, auf diesen Teil des Menschen, von dem sie sagen, das ist nur bei Menschen zu finden und gar nicht merken, dass das eigentlich ja auch in Tieren vorhanden ist und da Parallelen ziehen und die Forschung quasi nicht auf dem aufbaut, was tatsächlich passiert im menschlichen Gehirn. Und unter dem Standpunkt finde ich das natürlich total wichtig, ne? Also ein echt wichtiges Paper. Und es ist ein sehr dringender Aufruf, dass PsychologInnen da etwas ändern müssen und vor allem in ihren Standardwerken etwas ändern müssen. Ich fand's krass. Ja. Ich finde es erstaunlich, dass es so dann ja anscheinend ja. Sich so, dass es anscheinend sich so stark hält dann oder gehalten hat, diese falsche Vorstellung, oder? Ich meine, das möchte man fast auf so einer Metaebene nochmal fragen, hey, dieser Irrtum, ich meine, man könnte es besser wissen, warum wird es denn so oft wiederholt? Also, oder? Da mutmaßen sie auch. Da kannst du jetzt natürlich nicht irgendwie eine große wissenschaftliche Studie machen, aber da sagen sie, es ist natürlich auch etwas, was einfach unserem menschlichen Selbstverständnis oder unserem Erleben nahe liegt. Ne? Also dieser Urinstinkt, den man so hat, der dann so animalisch ja auch oft beschrieben wird, ne, dass man da so denkt, ah, das ist ein Teil von mir, der ist noch von Urtieren stammt das ab, der hat aber nichts mit meinem rationalen Ich zu tun, so, ne, der das nimmt dann Überhand, aber sie so sagen, es kann sein, dass das einfach weiter verbreitet wurde, weil man das so gut nachvollziehen kann, so, obwohl es faktisch gar nicht stimmt. Ja, siehst du mal. Ja, aber was natürlich in der Tat der Nachteil ist, ich wollte die andere Einblendung machen hier, das killt natürlich die ganzen Zombie-Theorien. Wenn man jetzt sozusagen sich nicht mehr darauf berufen kann, dass bei den Zombie-Filmen, sobald du infizierst bist, dann irgendwie nur noch der Zombie-Teil von deinem Gehirn aktiv ist, der nur noch auf Naga-Basis arbeitet, ist natürlich ein bisschen schade jetzt. Ja, weißt du, was eigentlich passiert bei Zombies, ist, dass die anderen zwei Gehirnteile weg sind und nur noch der menschliche Teil bleibt über. Und dann wirst du ein Zombie. Informationen, Gehirne, Essen. So. Gib mir Signaturen. So vielleicht, ja. Ja. Also ich wollte euch dieses Paper nicht vorenthalten. Ich hab ja echt mir einfach eins ausgesucht, habe es gelesen und ich bin ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, so ein gutes Paper zu lesen, weil ich dachte einfach nur, es ist ein Fun-Titel. Aber das ist ja voll wichtig. Ich wusste gar nicht, dass die PsychologInnen da noch so voll auf der falschen Fährte sind. Haben sie mit dem Titel dann anscheinend gut kommuniziert, ne? Die erregen Aufmerksamkeit, aber es ist eine snarky Zusammenfassung des Inhalts dann ja auch gewesen. Also, total! Ja, es stimmt völlig. Ich dachte, es passt ja. Ist komplett richtig. Sein Gehirn ist keine Zwiebel mit einem Reptil innen drin. Und was ich halt auch spannend finde, und da habe ich auch so ein bisschen eine persönliche Verknüpfung zu diesem Paper, ist, dass sie sich halt das Genre Lehrbuch als Untersuchungsgrundpool irgendwie hernehmen. Finde ich eine ganz spannende Sache, weil genau wie du gesagt hast, Claudia, dass halt sozusagen eigentlich die kommenden Generationen dieser Disziplin auf Jahrzehnte hinaus so ein bisschen so ein Framing vorgibt. Und ich habe da auch persönlich dazu eine Beziehung, weil ich im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Geschichte der Naturwissenschaften auch ein Common Misunderstanding in Lehrbüchern gesucht habe. Und es ist auch sozusagen ein ganz ähnlich gelagerter Fall, weil ich habe dort Physiklehrbücher hergenommen und habe dann dort aber ein historisches Faktum wie das dort dargestellt wird, untersucht. Und das ist ja hier auch so, dass sie sozusagen hier Psychologie-Lehrbücher haben, wo sie jetzt aber auf so ein biologisches Faktum oder wie man es auch immer klassifizieren mag, hergehen, das sozusagen fachfremd ist, das aber meistens dann wahrscheinlich in Einführungskapiteln hin
zu diesem Thema dann auch mit so einer Art so Allgemeinbildungs- oder auch mal historischem Anlass, um sozusagen ein Thema zu motivieren und eine Hinführung irgendwie zu machen. Mhm. Genauso war das bei mir auch. Und ich habe mich dann gerade so ein bisschen beim Hören, Zuhören gefragt, wie die drauf gekommen sind, weil bei mir zumindest war es so, dass ich halt erst dieses Physikstudium gemacht habe und im Rahmen dieses Physikstudiums dann halt auch so manche naturwissenschaftshistorische Weisheiten dann so implizit mitgefressen habe. Und sobald ich angefangen habe, dann Naturwissenschaftsgeschichte als Hauptfach zu studieren, mir erst klar geworden ist, wie falsch manches von dem war, was dann dort in diesen Einführungskapiteln von eben eigentlich physiktheoretischen Lehrbüchern drin stand. Und ich will nicht sagen, dass sich da ein persönlicher Gras dann aufgebaut hat, aber es war schon so, dass ich dann bei der Suche nach einem Diplomarbeitsthema immer gedacht habe, eigentlich könnte man sich nochmal diese Lehrbücher schnappen und gucken, was da halt jetzt nicht aus physikalischer Sicht falsch drin ist, aber halt aus historischer Sicht falsch drin ist. Ja. Auch wenn das eigentlich gar nicht deren Thema ist, aber dass ja sozusagen als so eine Art, ja, ja, ist ja so, wissen wir ja, genau. Ding hingestellt wird. Ne? Was sie auch nie wieder überprüfen, dann offensichtlich. Ne? Ist wahrscheinlich immer gibt sich das, weil es gibt ja immer eine Neuauflage. Und warum sollte man historische Fakten nochmal überprüfen? Das haben wir jetzt da drin stehen, das muss man jetzt nicht prüfen. Also bei neueren Sachen, klar, die überarbeitet man, aber sowas? Ich sehe auch eine Gefahr, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir gerade, ne? Aber dass gerade bei so Lehr- und Einführungsbüchern oder sowas ist ein Problem darin bestehen könnte, dass Leute auch einfach es für okay und akzeptabel halten, dass da was falsch steht. So mit so einer Überlegung, naja, die sollen ja sowieso dann später das besser verstehen, aber das ist dann mal so eine schrittweise Hinführung und das ist dann so besser zu lernen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man es sozusagen toleriert, dass da was faktisch nicht ganz Richtiges steht, weil man es für eine gelungene didaktische Hinleitung oder so oder Reduktion hält oder sowas. Müsste man mal untersuchen, was für Arten von Fehlern und tolerierten Fehlern es in Lehrbüchern gibt. Das ist ein richtig spannendes Thema, finde ich. Und ein anderes Thema ist gerade noch aufgekommen, das ist auch super spannend, von Zahlenzauberin, ich blende es mal eben hier ein, ist eigentlich die komplette Klitoris in den Medizinlehrbüchern ankommen. Weil das ist ja auch eine Sache, wo es, glaube ich, schon klar ist, ne, dass es in der medizinischen Standardliteratur überhaupt erst in den letzten 30 Jahren oder so angekommen ist oder so. Ne? Und schon krass, ja. Und ich glaube, die komplette wird tatsächlich auch gar nicht abgebildet oder so. Ja. Also das wäre auf jeden Fall, würde ich auch sagen, spannende Arbeit. Sollte mal jemand machen. Ja. Ja. Aber ich finde das total, total faszinierend. Und ich glaube, du hast recht, also dass das vielleicht entsteht aus einer falsch verstandenen didaktischen Herangehensweise in dem Fall. Und an dem anderen Fall, so für Henning, von dem, was du beschrieben hast, denke ich wirklich so ein, warum sollte man etwas überprüfen, was als historischer Fakt dasteht? Wird nie wieder jemand hinterfragen. Was echt traurig ist, ne? Als ob sich Geschichte, also als ob es Forschung über Geschichte nicht gäbe und Geschichte nicht sich verändert im Sinne von, man hat neue Erkenntnisse. Das ist so unwissenschaftlich, das anzunehmen eigentlich, oder? Ja, nein. Voll, klar. Ja. Ja, siehst du mal, was man für Schätze entdeckt, wenn man in komischen Papertiteln rumwühlt. Was hatten wir heute wieder für interessante Dinge am Start? Mich bringt das auch nochmal, nicht, dass ich mich hier mit meinem Diplomarbeitsthema vordrängen will, aber mich bringt das auch nochmal so in die Richtung, dass wir eigentlich auch nochmal unsere eigenen Forschungsthemen, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen zurückliegen, auch mal irgendwie nochmal mitbringen können oder so. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Folge, oder? Ich glaube, da hatten wir doch mal unsere Abschlussarbeiten diskutiert. Ja. Ach, stimmt. Ist Rita noch da? Die hat das doch gerade alles geguckt. Ja, genau, du hast es auch kurz halt gedichtet. Ja. Rita, stimmt, Schulz, nee, in welcher Folge recht, hatten wir das gemacht? Ja, doch, stimmt, ja, habt ihr recht, ja. Aber ich glaube, wir haben nur Abschlussarbeiten. Ich glaube, wir hatten nie über unsere Paper gesprochen. Wir könnten natürlich auch mal noch, wenn wir noch andere Veröffentlichungen hätten, könnte man die auch mal besprechen hier. Ja. Ja, ansonsten kann ich noch ganz kurz anmerken, dass es sich tatsächlich um dass dieser falsche Fakt, den ich ja gerade vorgelesen habe aus diesem Psychologiebuch, dass der aus Seite 67 von 1061 steht. Ne? Also das ist tatsächlich
ganz am Anfang so ja. diese Basic-Nummer. Also das stimmt, glaube ich, schon dieses, ja, da machen wir jetzt mal in ganz kurz, damit die Leute mal wissen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Ja, gut. Ich glaube, wir hatten echt wieder spannenden Weitblick. Ja, vielen Dank für eure Themen. Vielen Dank für euch im Chat, dass ihr mitgechattet habt. Ja, und jetzt müssen wir die Standarddinge tun, ne? Wir müssen einen Termin suchen. Die Standarddinge. Noch jemanden zum Raiden finden. So ist das. Ich muss euch ja beichten, dass ich in der ersten Woche des kommenden Kalendermonats im Urlaub weilen werde. Schlimm. Das ist schön, finde ich, Henning. Das sei den Donnerstagstermin. Genau, das sei dir erlaubt. Nicht in der ersten Augustwoche, aber in der zweiten könnte ich dann zum Beispiel. Das wäre dann der 11. August. Der 11. August. Lass mal gucken. Ein weiterer obligatorischer Hinweis, der an dieser Stelle gerne so ins Publikum genannt wird, der aber gleichwohl sehr ernst gemeint ist: Wir sind offen für Vorschläge. Wir haben manchmal sogar GästInnen hier in der Sendung. Einige werden sich erinnern. Und das ist oft besonders spaßig und interessant. Also wenn es da Ideen gibt, immer her damit. Ja, oder jemand ein eigenes Thema hat, das gern mal besprochen werden soll. Wirklich. Ja, okay, also ich habe mir das mal eingetragen, den 11. Dann machen wir den 11. Bei mir geht das, ne? Bei dir, Lambert? Das ist okay. Ja, gut, dann machen wir doch den 11. Boah. Gut, jetzt müssen wir noch jemanden finden, wo wir hin raiden wollen. Jetzt gehe ich mal hier gucken. Beim letzten Mal hatten wir nicht so große Auswahl irgendwie, ne? Nee, genau. Es war nicht so viel los. Und ich gehe gerade durch die Wissenschaft und Technik Kategorie wie immer durch und guck mal, was da so los ist. Viel Französisch heute. Oh. Das ist ja interessant. Warum ist so viel Französisch? Gibt es einen Livestream von dem Kongress, der gerade läuft, von den Variantengrammatikleuten? Nee, ne? Stimmt, das wäre natürlich schön. Das wäre ja mal schön. Hier mal Variantengrammatik, Twitch Raiden. Volles Pfund. Was haben wir denn da? Hat jemand sonst etwas zum Raiden? Was sieht gerade tatsächlich? Physics and Depression. Na, das ist ja mal ein Kanaltitel. Der Kanal heißt so. Der Kanal heißt Physics and Depression und streamt heute zum Thema, ich gehe mal gerade rein, Fewer Questions, OpenStax, College Physics, Chapter 6 Problems. Oh, da wird gerade gerechnet. Ich glaube, da gehen wir hin. Ich finde, das sieht witzig aus, auch wenn Depression dabei steht. Hoffentlich muss ich nichts vorrechnen. Oh Gott. Chapter 6 Questions sind doch bestimmt lauter falsche historische Hinleitungen, die sich... Oh, stimmt, da können wir gleich mal sagen. Ist das auch richtig, was du da erzählst? Sehr gut. Den nehmen wir, würde ich sagen. Den nehmen wir, genau. Jo, und schön. Für uns heißt das, dass wir euch jetzt gute Nacht sagen und Tschüss sagen. Ne? Und wir uns in 5 Wochen dann wiedersehen, oder? Was, 5 Wochen? 4 Wochen? 5 Wochen, genau. 5 Wochen. Ne? Das ist eine kleine Sommerpause, in die wir uns hier verabschieden gerade. Stimmt. Ne? Okay. Haltet euch wacker, bleibt bitte gesund. Genau. Esst viele Zwiebeln. Genau, ist gesund. Aber nicht die abgelaufenen oder vielleicht doch, die sind noch in Ordnung. Okay, macht's gut. Viel Spaß. Tschüss.